Kellerduell in der Handball-Bundesliga. Der HC Erlangen auf Tabellenplatz 14 empfängt den HSV Hamburg auf Tabellenplatz 15. Die Erlanger in den schwarzen Trikots stellen von Anfang an eine bärenstarke Defensive und halten die Hamburger innerhalb der ersten 15 Minuten bei 3 Gegentoren. Das spricht Bände. Dann aber Soran Ilic. Der muss durch die vielen Verletzungen bei den Hanseaten jetzt mehr Verantwortung übernehmen, macht das blendend in dieser Partie. Die Erlanger finden zwar immer wieder Lücken, aber vor allem die Hanseaten kämpfen sich dann im Laufe der ersten Halbzeit zurück. Dann allerdings 2 Minuten Zeitstrafe. Clement Verlin mit einer seiner 10 Paraden. Er wird am Ende bei einer Quote von über 30% stehen. 2 Minuten gegen Dani Bajens. Und Erlangen wieder auf 4 Tore. Zunächst sind ein. Stellt kurz vor der Pause über Tim Zechel auf 15:12. Die Abwehr steht. Clement Verlin steht. Läuft bis hierhin für den HC Erlangen. Rein in die zweite Hälfte. Plötzlich ist der HSV wieder auf ein Tor dran. Aber die Erlanger haben immer wieder Mittel, um dagegen zu halten. Das 21:19, der HSV verpasst es etliche Male auf Unentschieden zu stehen. Dani Bajens zeichnet sich aber in dieser zweiten Halbzeit dann aus. 5 Tore werden es am Ende für ihn. Aber Erlangen hält die Hamburger immer wieder bei 2-3 Toren hin oder her. Es ist ein Nervenkrimi Deluxe in der Arena Nürnberger Versicherung. Schlussphase. Immer wieder Dani Bajens, aber eben auch immer wieder Clement Verlin. Glanztaten wie diese sorgen dafür, dass der HC Erlangen in Führung bleibt. Bajens verkürzt dann auf 24:25. Aber wieder die Antwort der Erlanger. Aus dem Rückraum sind sie stark. Die Hanseaten oft zu passiv. Simon Jepson auch 5 Tore. Und dann passiert Dani Bajens dieses Ungeschick. Er schießt eine Flasche aufs Feld, läuft drauf. Und was ist das? Ja, die Handballfans wissen es. Ein Wechselfehler. Auch wenn das natürlich nicht Absicht war. Seine dritte 2-Minuten-Strafe. Der Spieltag damit für ihn beendet. Ganz, ganz bittere Enttäuschung bei den Hanseaten. Ganz, ganz bittere Szene, weil sie jetzt ihren wichtigsten Mann verlieren. Und erneut Clement Verlin mit der starken Parade in der Schlussphase. Erlangen in Unterzahl, aber mit ordentlich Schussberg. In diesem Fall Stefan Seitz. Und der stellt wieder auf 2 Tore vor, 30 Sekunden vor dem Ende. Die Erlanger halten diesen Sieg fest und bleiben damit im dritten Heimspiel in Folge ungeschlagen. Die Hanseaten im achten Spiel in Folge ohne Sieg.